Herzlich willkommen zu Was macht eigentlich? Heute mit Manuela Morgenstern. Schön, dass du da bist. Ja, auch schön, dass ich hier bin. Ja, sehr gerne. Magst du erstmal kurz zwei, drei Sätze über dich sagen? Wer du bist, für die, die dich nicht kennen in diesen seltsamen Fällen. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber... Weiß ich nicht. Also wir wohnen seit, jetzt muss ich nachdenken, 83, also 37, doch 37 Jahre in Selsing. Und mein Mann Heiner ist letztes Jahr in Rente gegangen. Wir haben drei Kinder und vier Enkelkinder. Ja, wir sind jetzt umgezogen vor 3 Jahren hier in Spöttcher und das gefällt uns sehr, sehr gut. Beste Lage, ne? Beste Lage, schöne Wohnung, also alles richtig gemacht. Sehr schön. Als ich hier angefangen habe, vor 3 Jahren, ein bisschen weniger als 37, da wurdest du mir als Inventar der Kirchengemeinde vorgestellt. Was verbindet dich mit dieser Gemeinde? Weshalb sagen das andere Menschen über dich? Ich habe eine ziemlich aktive Zeit in der Kirchengemeinde. Mal mehr, mal weniger. In der Zeit, als die Kinder klein waren, war ich sehr aktiv. Die Kinder haben hier so alles durchlaufen, glaube ich, was man durchlaufen kann. Und, aber auch danach bin ich weiter aktiv gewesen. Ich bin Chor mit drin seit ein paar Jahren und ich mache den Schaukasten mit anderen zusammen. Und ich bin im Förderverein im Vorstand. So gibt es viele Sachen. Lange Zeit haben wir das Rumänien-Team mit anderen zusammen gemacht. Und so bin ich eben aktiv. Ja, also an ganz vielen verschiedenen Punkten in der Gemeinde. Und ja, man sieht dich eigentlich im Gottesdienst auch, oder? Eben singend oder ganz viel unterwegs hier. Staudenberg erinnere ich, ne? Als das, was der Förderverein auch macht. Du sitzt hier rum. Also für mich ist das wirklich so. Du bist ein Inventar für ein Bestes in dieser Gemeinde. Das ist sehr schön. Du hast den Chor erwähnt, du singst im St. Lamberti-Chor. Wenn du singst, was bedeutet das für dich, mit anderen zusammen? Also singen ist für mich wie eine Umarmung oder wie beten. Also das ist für mich, ich finde, mehr kann man Menschen nicht sein, als wenn man zusammen singt. Mhm. Deshalb singen wir zum Beispiel jetzt auch schon seit Anfang der Corona-Zeit bei uns in der Wohneinheit dort. Wir sind immer so zwischen 5 und 8 Leuten und singen seitdem abends um 18 Uhr immer 1 oder 2 Lieder. Und das ist sehr schön. Das möchte ich nicht missen. Ja, auch wenn mal Leute fehlen, neulich haben sie sogar zu zweit. Und dann trefft ihr euch draußen sozusagen, ne? Vor den Türen. Wir draußen in dem Kreis, da in der stehen wir in der Hecke rum, so dass wir uns das Licht kommen. Ja. Das ist sehr schön. Herrlich. Ja. Du hast schon davon gesprochen, dass dir einfach viele Dinge ja am Herzen liegen in der Gemeinde. Gibt es außerhalb von Gemeinde noch etwas, was für dich eine Herzensangelegenheit ist? Ja, also ich kann es nicht gut aushalten, wenn Menschen irgendwie benachteiligt werden oder wenn die irgendwie zu kurz kommen, weil sie eben, sei es keinen Kontakt haben, sei es zu wenig Geld haben oder so. Das kann ich nicht gut aushalten. Und wenn das irgendwie geht, dass Menschen wirklich in meiner Nähe sind, dann versuche ich das irgendwie durch die Möglichkeiten, die mir gegeben sind, zu ändern. Aber man kann es nicht überall, nur da, wo es besonders auffällt. Ja? Wenn du einen Tag lang machen könntest, was du möchtest, alle Möglichkeiten stehen dir offen. Was würdest du dann an diesem einen Tag machen? Ich würde mir mal einen Rucksack packen mit was zu essen und was zu trinken ordentlich. Und dann würde ich entweder auf ein besonders schönes Stück wandern oder eben an der Ostsee. Mit Sicherheit bestimmt an der Ostsee laufen am Strand. Ja, das ist einfach, ja. So da fehlt immer so ein bisschen die Zeit, wenn wir da sind.
Und also das habe ich schon mal so einen Dreivierteltag hingekriegt und das ist einfach schön. Ne? So, wenn man auch die Zeit nicht so als Druckmittel hat, sondern einfach wirklich nur so lange laufen kann, wie die Füße einen tragen und dann ruft man an und wird auch. Ja. Und man muss nicht zurück und man muss sich nicht Gedanken machen, wenn man mal umkehren muss oder nein, so. Nein, man kann einfach sagen, ich laufe jetzt so lange, bis ich wieder irgendwo an eine Straße oder sowas komme, so, ja, wo ich sagen kann, so, hier bleibe ich jetzt sitzen, bis mich jemand an. Das klingt nach einem wunderbaren Traum vielleicht. Wird ja, ja mal Realität. Ja. Man kann ja sowas auch immer geschenkt bekommen. Ja, 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 ja. Aber ich würde ja alleine machen. Ja. Aber vielleicht gibt es ja nette Menschen, die sagen, ich hole dich ab, wenn du da bist. Genau, ja. Ja. Der letzte Satz gehört dir. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, jemanden, den du grüßen möchtest, irgendwas, was die Welt da draußen hören soll? Ja, ich finde das ein bisschen schade, dass wir jetzt so wenig Begegnungen haben und das halte ich eigentlich schwer aus und weil wir uns auch ein bisschen zurücknehmen und ja, ich hoffe einfach, dass das bald irgendwie anders wird und wir auch bald wieder loslegen können und ja, also das wäre mein Wunsch. Wir hoffen und beten. Genau. Danke, Marlene. Gerne.